Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. DGB-Frauentagsveranstaltung im Gewerkschaftshaus. Sandberg-Gymnasium präsentiert Kunstwerke in der Sparkasse und Philharmonic Rock zu Pfingsten an der Göllstahlbrücke. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend zur Donnerstagsausgabe von Tag aktuell, direkt aus der Alten Münze am Zwickauer Hauptmarkt. Der DGB-Kreisverband Zwickau lädt am kommenden Dienstag zu einer Frauentagsveranstaltung ins Gewerkschaftshaus ein. Hintergrund ist die prekäre Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Die Gewerkschafter kämpfen seit Jahren um eine Verbesserung der Lage. Ihr Resümee fällt allerdings von Jahr zu Jahr gleich ernüchternd aus. Die Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Zwickau gibt den Kampf nicht auf. Auch wenn sich beim Thema Frauen und Arbeitsmarkt bisher wenig geändert hat, so ist es für sie allenfalls ein Ansporn, diesen Weg weiter zu beschreiten. Seit 25 Jahren kämpfe ich eigentlich für die Gleichstellung der Frauen am Arbeitsmarkt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, die kleinen Schritte, die wir bis jetzt vorwärts gekommen sind, die sind wirklich sehr gering. Und jedes Jahr zum 8. März beschäftigen wir uns mit der Situation der Frauen am Arbeitsmarkt hier in der Region Zwickau. Und die wird einfach auch nicht besser. Wir haben 56.000 Frauen, die hier beschäftigt sind, 66.000 Männer. Davon arbeiten sehr viele in Teilzeit, in Minijobs, aber auch in Befristungen. Viele also davon in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Das hat nicht nur Auswirkungen jetzt auf den Lohn, denn viele Frauen in unserer Region verdienen 242 Euro weniger als die Männer für die gleichwertige Arbeit. Das ist ungerecht, aber noch ungerechter wird es dann in der Rente. Dort bekommen Frauen teilweise bis zu 60% weniger Rente. Das heißt also, sie können ein eigenes Leben finanziell abgesichert im Alter dann gar nicht vollziehen. Besonders dramatisch sehen die Gewerkschafter die Lage bei den Pflegekräften. Ein Knochenjob, wichtig für die Gesellschaft, aber längst nicht so honoriert, wie es dieser Tätigkeit angemessen wäre. Und zwar ist es im sozialen Bereich so, dass hier hauptsächlich die Frauen arbeiten und viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Laut Arbeitsvertrag, aber in der Regel haben sie 100 bis 200 Überstunden mehr. Und die werden zwar dann immer in gewissen Zeitabständen ausgezahlt, aber letztendlich das monatliche Gehalt bezieht sich ja immer auf die Stunden, die im Arbeitsvertrag stehen. Die Gewerkschafter sehen, dass es aber auch anders gehen kann. Es gibt durchaus positive Beispiele. Also es gibt positive Belege im Pflegebereich. Wir haben mit der AWO Tarifverträge abgeschlossen hier im Zwickauer Land. Und wir haben auch momentan Tarifverhandlungen mit einer kommunalen Pflegeeinrichtung hier in Zwickau. Und da sind wir auf einem guten Weg, hier gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Am Sonntag ist Internationaler Frauentag. Am Dienstag gestaltet der DGB eine Frauentagsveranstaltung mit einem hochkarätigen Gast. Wir haben dort als Gast Dr. Ursula Engelin Käfer, die ehemalige DGB-Vorsitzende. Sie ist jetzt Vorsitzende von einem Sozialverband und sie hat sehr, sehr viel zu sagen, wie die Situation von Frauen ist, zum einen, aber auch zum anderen, was getan werden muss, um diese Situation zu verbessern. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag 17 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Bahnhofstraße. In der Geschäftsstelle der Sparkasse in Wilkau-Haslau sind derzeit Kunstwerke von Gymnasiasten zu sehen. Die Kinder und Jugendlichen des Sandberg-Gymnasiums haben sie im Rahmen des Kunstunterrichtes gestaltet. Gestern war die feierliche Eröffnung. So etwas passiert nicht alle Tage, wenn man zur Sparkasse geht. Musik, Rezitationen und die Wände voller Kunstwerke. Ein Teil der jungen Künstler war zur Vernissage anwesend und auch deren Lehrer, unter deren Anleitung die Stücke entstanden sind. Von der Klasse 5 bis zur Klasse 12 ist alles dabei. Wir haben hier oben Grafik zu sehen, wir haben Malerei zu sehen, wir haben auch Fotografie.
Und eine Etage tiefer unten in der Fibrine haben wir dann auch noch Plastiken, weil eben der Kunstunterricht aus mehreren Bereichen besteht, wie die Malerei, die Grafik, die Plastik. Und dann kommt auch noch die sogenannte Performance mit dazu. Das haben wir aber heute hier nicht gezeigt. Da ist der Raum ein bisschen ungünstig dazu. Bei der Gestaltung der einzelnen Arbeiten hatten die Gymnasiasten freie Hand. Vorgaben hatten sie nicht. Dementsprechend unterschiedlich waren auch ihre Herangehensweisen. Das sind also Ideen unterschiedlichster Stoffeinheiten. Wir haben aus der Klasse 8 zum Beispiel Graffiti-Entwürfe da, die Schüler im Rahmen des Lehrplans da machen. Da heißt das Thema Körper und Raum, und Graffitis gestalten ja einen Raum. Und da sind zum Beispiel Graffitis zu sehen. Wir haben aus der Klasse 9 Zufallstechniken. Das steht im Lehrplan, wo die Schüler sich mal ausprobieren, durch welche Zufälle man mit Kunst etwas entstehen lassen kann. Und das Schwierige besteht auch darin, dann den Zufall zu steuern. Dass man nicht alles den Zufall überlässt, sondern wenn was gut geklappt hat, wie kriege ich das wieder hin? Zufallstechniken, ein spannendes Gebiet. Interessante Dinge, die man auch mal zu Hause ausprobieren kann. Der Kunsterzieher gibt einige Tipps. Zum Beispiel ganz einfach, wenn ich hier diese Tapete nehme, ein Blatt Papier mit einem Stift drüber gehe, da gibt es ja so eine interessante Maserung. Das kennt jeder von früher, wenn man so Geldscheine so durchgerubbelt hat. Das ist also die sogenannte Frottagetechnik. Es gibt eben Techniken, zum Beispiel, dass ich eben mit einem Strohhalm Farbe aufs Blatt und dann nach oben puste. Da entstehen so bizarre Sträucher. Ich kann zum Beispiel einen Faden auf ein Blatt Papier legen, ein zweites Blatt oben drauf und ziehe dann den Faden langsam raus. Da entstehen wunderbare Formen, die ich nie, wenn ich das bewusst machen würde, hinkriege. Für die Sparkasse Zwickau, insbesondere die Geschäftsstelle Wilkau-Haslau, ist die Zusammenarbeit mit dem Sandberg-Gymnasium nicht neu. Davon profitieren beide Seiten. Die Sparkasse bietet den Kunden eine interessante Abwechslung und die Schüler haben die Möglichkeit, ihre Werke einem größeren Publikum zu zeigen. Die Schulvereinbarungen gibt es schon viele, viele Jahre. Die wird immer jedes Jahr mit der Schule neu geschlossen. Und dazu gehört also nicht nur die finanzielle Unterstützung der Schulen, sondern wo wir auch unsere Plattform zur Verfügung stellen, wo sich die Schule einfach mal präsentieren kann. Und da haben wir eben mit dem Sandberg-Gymnasium eine sehr gute Partnerschaft schon über viele, viele Jahre. Die Ausstellung kann zu den normalen Öffnungszeiten der Filiale Wilkau-Haslau besichtigt werden. Zu sehen sind die Werke noch bis Ende März. Werbung. Red Attack. 2 Trommler, 4 Hände, 8 Gliedmaßen, 50 Instrumente, 1000 Ideen. Mitreißend, kraftvoll, virtuos, verrückt und witzig. Ihre Trommelshow des Jahres. Seid dabei im alten Gasometer Zwickau. Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse. Red Attack, Herzschlag der Welt. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Schuh Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf.
Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik und für den frischen Kick Ihrer Haut unsere Sauerstoffkosmetik. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Sugaring für ein haarfreies Körpergefühl, damit in Zukunft alles glatt geht. Auch Permanent Make-up für ein beständiges Aussehen. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streit-Straße. Nutzen Sie auch unsere Gutschein-Hotline und unseren Gutschein-Express. Mein kleiner weißer Kaktus, mein kleiner weißer Kaktus. Airbump gegen Stöße und Parkrempler. Bestechend anders. Der Citroën C4 Kaktus. Jetzt mit Vollkaskoversicherung inklusive Haftpflicht für 19,90 Euro im Monat. Mehr Infos auf citroen.de. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Giegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Giegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Jetzt am Start! Die noch schnellere Zweierkombi von Tele-Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei! Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Thank you.
Ein bisher unbekannter Mann hat bereits am 16. Januar auf der Krimmetschauer Straße in Langenhessen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine 21-jährige Frau sexuell belästigt und geschlagen. Die Frau war gegen 3.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, als der Täter von hinten kommend sie zu sexuellen Handlungen nötigen wollte. Als die Frau ihm eine Abfuhr erteilte, trat er ihr gegen das Bein und versetzte ihr einen Faustschlag. Sie fiel daraufhin zu Boden, erlitt Prellungen und eine Platzwunde. Gesucht wird nun ein 25 bis 35 Jahre alter Mann, circa 1,70 Meter groß, mit hiesigem Dialekt. Er ist Raucher und hat einen hellen Dreitagebart. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Phantombild erstellt werden. Wer kennt den Mann? Hinweise bitte an die Kripo Zwickau. Im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung wird die beschädigte Pleißestützwand am Brühl, Höhe Seniorenresidenz in Werdau, zurückgebaut. Anstatt der bestehenden Mauer wird an gleicher Stelle eine Böschung errichtet, die im Rahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus durch Bund und Freistaat gefördert wird. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich voraussichtlich auf ca. 170.000 Euro. Voraussichtlich Mitte Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Am kommenden Mittwoch lädt die Klinik für Neurologie zu einer Informationsveranstaltung für Betroffene unter der Überschrift Leben mit multipler Sklerose ein. Ab 16 Uhr stehen unter anderem aktuelle Entwicklungen der Immuntherapie, Informationen über multiple Sklerose und Vitamin D sowie Aufklärung über den Impfschutz im Mittelpunkt. Laut Angaben der Deutschen Multiple Sklerose-Gesellschaft leben ca. 130.000 MS-Erkrankte in Deutschland und jährlich werden ca. 2.500 Menschen neu mit MS diagnostiziert. Die Veranstaltung findet in der Kapelle des HBK statt. Um Anmeldung wird gebeten. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Pfingstsamstag steigt an der Göllstahlbrücke wieder ein musikalisches Spektakel der Extraklasse. Philharmonic Rock begeistert die Menschen seit über 2 Jahrzehnten. Die Veranstalter haben in dieser Woche über den Stand der Vorbereitungen informiert. Schon die künstlerische Besetzung der Veranstaltung verspricht einen unvergesslichen Abend. Die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach wird zu erleben sein. Das Gesangstrio Vocabella, die René Möckel Band aus Leipzig, die Sänger Jasmin Graf, Franco Leon und Robert Pfretschner, der Saxophonist Andrew Young und für viele sicher der Höhepunkt des Abends, der von Adoro bekannte Bariton Nico Müller. Diesen Auftritt kann man Jens Pfretschner verdanken, dem Chef der Vogtland Kultur GmbH und zugleich Moderator der Show. Ach, wir kennen uns schon eine ganze Zeit. Nico singt ja schon lange, wie er auch schon gesagt hat. Und wir haben auch schon einige Veranstaltungen miteinander gehabt aus seiner Musical-Zeit. Der hat eine Musical-Truppe in Chemnitz gehabt. Deswegen, die Verbindung ist schon lange da. Wie auch die Idee, ihn als lokalen, bekannten Sänger quasi bei dem Projekt mit einzubinden. Es war halt immer terminlich nicht so einfach. Dieses Jahr hat es geklappt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nico einen regionalen Star verpflichten konnten. Und das wird unserem Projekt gut tun. Nico Müller ist gebürtiger Klingenthaler, wegen seiner Karriere aber nur noch selten in seiner alten Heimat. Er ist zwar klassischer Sänger, aber auch er wird an diesem Abend musikalische Grenzen überschreiten. Das macht er mit seinen Bandkollegen von Adoro zwar häufiger, aber in dieser Form bislang noch nicht. Er wird Rammstein singen. Die Veranstalter sind bei ihm allerdings nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Naja, das war ja anfangs nicht so, dass an mich herangetreten wurde, dass ich Rammstein singen soll, sondern wir haben schon öfter Kontakt gehabt, ich mit Herrn Fraas, auch mit Herrn Pfretschner. Und da war die Idee schon lange mal geboren, dass wir einfach zusammen was machen wollen. Und ich habe ja natürlich so als Besonderheit, dass ich so die verschiedenen Genres miteinander verbinde, also so aus der Klassik kommend, aber natürlich Musical und Crossover machend. Und da gibt es natürlich was Traditionelles zu hören, Richtung Josh Groban, natürlich auch aus dem großen Musical-Bereich. Und dann kam natürlich noch die Idee, könnten wir nicht mal probieren, so ein Medley aus dem Rockbereich zu machen. Und da habe ich gesagt, na klar, probieren wir aus. Muss ich natürlich erstmal probieren, wie sich das singen lässt. Muss die Tonart und alles muss man natürlich anpassen. Aber das wird, glaube ich, ganz gut.
Wie fühlt es sich für einen klassischen Bariton eigentlich an, Rammstein zu singen? Auch nicht anders als wenn man Mozart oder Beethoven macht. Also ich für mich singe es ja mit meiner Stimme. Ich singe ja alles immer mit der gleichen Stimme. Ich werde nicht anfangen, dann plötzlich da irgendwie in so einen Kratzen draufzulegen, weil das wäre nicht ich, das können andere besser. Ich mache das ja mit meinen stimmlichen Mitteln und da singe ich Schumann so ähnlich, wie ich dann auch Rammstein singe. Natürlich gibt es dort noch so Feinheiten, aber das sind wirklich Feinheiten. Philharmonic Rock an der Göltschtalbrücke, das ist eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Die Veranstalter Vogtland Kultur und Kraus Event versuchen dem Publikum immer auch wieder Neues zu bieten. Die Mischung aus Rock und Klassik kommt gut an. Ja, also das ist ein ganz, ganz breites Spektrum an Besuchern. Also wir zählen jetzt schon seit vielen Jahren viele Besucher, natürlich aus dem Vogtlandraum, aber natürlich auch die Zwickauer, natürlich aber auch die Leute aus dem Ostthüringer Raum, Schleiz, Kreiz, aber auch das Erzgebirge holt ganz stark auf. Und ja, das zeigt einfach, dass das Event nicht nur ein vogtländisches, regionales Event ist, sondern auch, sagen wir, über diese vogtländischen Grenzen hinaus jetzt bekannt ist. Und das freut uns natürlich umso mehr. Doch ist es möglich, eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe noch weiter zu verbessern? Kraus Event sagt ja. Ja, natürlich. Also das ist unser Hauptaugenmerk, natürlich immer den Besuchern ein absolutes Highlight anbieten zu können. Und gerade durch dieses tolle neue Programm mit unserem Starsolisten Nico Müller von Adoro, aber auch mit der Vogtland Philharmonie, mit dem Orchester und den 2500 Sitzplätzen und einer großen LED-Leinwand, die visuell ganz toll bespielt wird, ist es natürlich immer ein Konzert der Extraklasse vor der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Wer noch einen der Sitzplätze ergattern will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Sie sind nur im Vorverkauf erhältlich und die Karten sind schon jetzt zu einem großen Teil verkauft. Philharmonic Rock an der Göltschtalbrücke steigt am Pfingstsamstag, dem 23. Mai. Beginn ist 20.30 Uhr, der Einlass beginnt bereits 18 Uhr. Am Samstag ist der Kabarettist Bernd Lutz Lange mit seinem Programm Zeitensprünge kreuz und quer durch mein Leben in der Stadthalle Merane zu Gast. Anlässlich seines 70. Geburtstages im vergangenen Jahr blickt Bernd Lutz Lange auf sein Leben zurück und wird an diesem Abend heitere, aber auch nachdenklich stimmende Episoden aus seinen erfolgreichen Büchern lesen. Der Rückblick beginnt bei seiner Kindheit mit Magermilch und langen Strümpfen, geht weiter zu einer Jugend in der LPG Sieg des Sozialismus, seiner Studentenzeit im Café Corso und zum Kabarettistenleben im Mixerkeller. Karten sind noch erhältlich. Am 95. Geburtstag von Heinz Tetzner eröffnet in der Hessenmühle in Gersdorf eine ganz besondere Ausstellung. Ein Rückblick auf ein schaffensreiches Leben. Die Vernissage findet am Sonntag um 15.30 Uhr statt. Gezeigt werden Aquarelle voller Farbe und Lebensfreude und Grafiken, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen. Die Ausstellung ist vom 8. März bis zum 24. Mai zu sehen. 70 Jahre ist es her, dass die Städte Plauen und Zwickau durch Bombenangriffe der Alliierten schwer beschädigt wurden. Aus diesem Anlass widmet sich das Theater Plauen-Zwickau und das 5. Sinfoniekonzert den Opfern. Nächsten Donnerstag werden das Philharmonische Orchester Plauen-Zwickau, die Singakademie Plauen und Zwickau und der Chor des Theaters um 19.30 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt, Arthur Honeggers Sinfonie Nummer 3 sowie das Requiem in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zu Gehör bringen. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn findet eine Einführung in die Werke statt. Werbung. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren.
Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 9530 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Für die Eispiraten Krimmitschau beginnt am 13. März der Kampf um den Klassenerhalt in den Playdowns. Nach der Auftaktbegegnung gegen die Heilbronner Falken im Sahnpark geht es für die Westsachsen dann zu Spiel 2 und 4 der Serie in die Kätchenstadt. Fans können ihr Team dabei unterstützen und mit dem Fanbus, organisiert und durchgeführt von Fan-Eis, zu den Auswärtsspielen reisen. Der Preis pro Person beträgt 25 Euro. Am Wochenende wird es ernst in der ersten Rollstuhl-Basketball-Bundesliga. Das Playoff-Halbfinalspiel 1 zwischen den BSC Rollers Zwickau und dem Oettinger RSB-Team Thüringen beginnt am Samstag um 13.30 Uhr in der Scheffelberghalle. Das dritte Mal sind dabei die Zwickauer der Gegner für die Thüringer und in der Vergangenheit waren die Muldestädter jedes Mal die Endstation für die Elkslebener. Zur Unterstützung der Zwickauer Rollstuhl-Basketballer werden die Oberbürgermeisterin Pia Finteis und Bernd Meyer in der Scheffelberghalle dabei sein. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Die Arbeitswoche geht mit einem grauen und zum Teil auch regnerischen Freitag zu Ende. Das Thermometer steigt von minus 1 auf maximal 7 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Am Samstag zeigt sich der Frühling schon etwas mehr. Sonne und Wolken wechseln sich ab und die Temperaturen liegen zwischen 0 und 10 Grad.
Der Sonntag wird sonnig und wir können uns auf frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad freuen. Genauso freundlich soll auch die neue Woche beginnen. Der Montag bringt viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 2 und 15 Grad. Tja, meine Damen und Herren, das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Sollten Sie etwas verpasst haben, kein Problem. Unsere Wiederholung sehen Sie natürlich ebenfalls hier im Programm von Television Zwickau. Und sollten Sie es länger verpasst haben, ja, dann schauen Sie doch einfach mal im Internet. Unser YouTube-Kanal Deine Region im Bild hält für Sie alle Sendungen bereit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns ein letztes Mal für diese Woche wieder um 19 Uhr. Einschalten nicht vergessen. Tschüss. Television Zwickau.